Hallo und herzlich willkommen zurück bei Infamöschen. Infamöschen, lass mich mal an dein Döner. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier rede. Und da ist ja schon die nächste Nebenmission. Ist aber nicht die Satellitenmission, ne? Nee, ist sie nicht. Ist sie nicht. Nein, Satellitenverbindung. Komm, wir probieren es einfach mal. Hallo, ich kann mich gerade nicht wehren. Es ist nett, dass ihr mich angreift, während ich ja die Quest annehme. So, ist hier auch bald mal wieder Ruhe? Zur Schnittstelle. Ja, ich kann hier gerade nicht zur Schnittstelle hochklettern. Du Früchtchen. Und du auch. Alter, jetzt von wo denn noch überall? Hier, Diner übrigens, ne? In Amerika heißt das so, auf Deutsch heißt das Döner. Hier heißt es Diner. So. Und wir müssen mal ganz kurz, ich muss mal... Ja, mein Freund. Was denkst du denn? Ich klopf dir durch den Schlüpper, Junge. Ciao. Manchmal muss man auch mal böse sein. Alter! Ihr alten Schlaffigurken, lasst mich mal in Ruhe. Natürlich sind wir hier auf Feindesgebiet, das weiß ich selber. Oh, da vorne ist eine Scherbe. Die hole ich mir mal erst, bevor wir hier irgendeine Aktion machen. Dann kann ich auch mal richtig Typen. So, das war Nummer 1. So, ist dann auch schön gegen die Wand geklatscht. Das ist auch sehr schön. Und hier sammeln wir das Scherbchen ein. Und da ist auch schon der nächste Satellit. Bams. Okay. Nase jucken. Wir werden wahrscheinlich eh wieder failen beim ersten Mal. Schnauze da unten. Ich habe keine Zeit für dich. Oh, Mist. Ich dachte, ich komme da noch so hin. Nein, da war ein Satellit gerade. Es geht noch weiter, es geht noch weiter. Okay, 10 Sekunden übrig. Das ist etwas leichter als die anderen. Sind wir fertig? Nein, Alter, wieso blinkt das dann so vielverheißend? Na los, sag mir, dass wir fertig sind. Nein, sind wir immer noch nicht. So, ich bin aber jetzt nach gut Dünken raufgesprungen, weil ich dachte, das muss richtig sein. Okay, das ist... Nein, das ist eine Vielfliegerroute, wie es aussieht. Heilige... Ja! Bereich von Feinden befreit, gleich beim ersten Durchlauf. Awesome. So, Awesomeness, Awesomeness. Awesome, awesome. Ich freue mich einfach nur. So, haben wir den Hot Shiznit. Und da ist gleich die nächste Aufgabe. Eigentlich wollte ich mir den Satelliten holen. Jetzt spring doch mal nach unten, Junge. Alter, jetzt halt dich doch nicht über. Das ist manchmal so nervig mit dem. Man kann gar nicht richtig mit dem gehen, wenn der irgendwo hängt. So, was, wie sieht's aus? Schreckensbus. Die Dustmen haben einen weiteren aufgerüsteten Bus auf den Straßen. Sie töten Leute. Wir bringen Menschen um. Töte Menschen, das ist ja völlig ungewöhnlich. Diese Dustmen, man glaubt es gar nicht. Was tun die nur? Alter, Alter, Alter. Ich brauch dringend mal ein Steak. Ein Elektrosteak. Ho, ho, ho. Die volle Ladung Action sozusagen. Komm, den treten wir mal weg. Und jetzt möchte ich mir mal ganz kurz hier einen Snickers gönnen. Ein Stadtwerke-Snickers. Okay. Okay. Freunde, ihr habt gewonnen. Ich komme lieber von oben angeflogen, weil ich dachte, nach hinten haben die vielleicht keinen Schuss. Vor allem, wie viel
Der ganze Bus muss aus Munition bestehen eigentlich. Na, großartig. Ich könnte auch nach oben schießen aus den Schießscharten, obwohl das ist gar nicht so ungewöhnlich. Wie ich jetzt gerade dachte. Beim ersten Mal. Beim ersten Mal tat's noch weh. Alter, wie soll ich denn da hinterherkommen? Ach so, so. Nein! Fick doch die Henne! Boah, erstmal mal schnaufen. Erstmal ein bisschen mitfahren hier. Achso, das war ja der hier. Und eigentlich können wir uns ein bisschen Elektro aus dem Bus ziehen. Und dann können wir den mal ein bisschen überladen. Hm? Ciao, Bussi. Bereich von Feinden befreit. Ich freue mich sehr. Und 78% abgeschlossen. Es wird langsam. Und das Problem ist... Das Problem ist, bald können wir eigentlich nur noch... Diese furchtbar uneffektiven Spinnen. Dumme Viecher. Na komm mal her. Komm her. Bussi, Bussi, Bussi. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Oh. Dann eben so. Wo ist sie hin? Ah, da kommt sie vorsichtig ums Eck gelugt. So rum. Und ich sehe schon, das ist nicht die einzige. Da kommt schon wieder eine nächste. Ciao. Und da sind noch einige andere. Die XP holen wir uns einmal mal, weil sie gerade da sind. Ach, natürlich. So, das waren die Herrschaften und wir gucken mal ganz kurz. Alter Finne, Hintergedanken. Ich kenne nur Hinterngedanken. Die kriegt man wahrscheinlich, wenn man zu lange in Köln wohnt. So, Kollege. Bleib doch mal liegen. Genieß doch mal den Beton. So, und jetzt noch ein paar Bondage-Spiele. Wie immer, das mögt ihr doch so gerne. Oh, ich glaube, den habe ich gerade frittiert. Und wir wuseln uns mal hier hinten ein bisschen durch. Natürlich hier wieder eine Schießerei, was auch sonst. Aber wir gehen hier einmal mal ums Eckchen. Was haben wir denn hier? Hintergedanken. Können Sie mich schützen, während ich was aus meinem Spind hole? Sie kriegen auch was dafür. Okay, die Passanten schützen, während er zu seinem Vorrat läuft. Aha. Also wenn jetzt vom Auto umgefahren wird, da kann ich aber nichts für. Ist das hier sein Spind? Wieso läuft er so komisch? Hat er sich in die Hose gekackt? So, ich hoffe, El Passanto Quanto lebt noch. Ja, lauf doch genau rein. Der sieht, dass es eine fette Schießerei ist. Da würde ich auch direkt reinlaufen. Und eigentlich wollte ich mich mal aufladen, aber bin ich irgendwie schon. Naja, auch schon. Ach ja, wir kriegen jetzt immer Saft dazu, wenn wir Leute umbringen. Stimmt ja. Haha. Das ist total super. Und ich ahne es bereits, hier ist die nächste Gasse. Warum hat er eigentlich so mega Probleme, was aus einem Spind zu holen? Was ist denn hier los? Das muss ein furchtbar cooler Spind sein. So, würde er bitte nicht durch die Feinde laufen? Das wäre schon mal hilfreich. Es ist der Spind dort. Aber Sie müssen zuerst die Dustman töten. Ja, okay. Wenn Sie denn aus Ihrem Versteckelein lugen. Ich sammle und verstecke diese Dinge und sorge dafür, dass die Gangs sie nicht in die Finger kriegen. Cool. Hier, nehmen Sie. Danke für Ihre Hilfe. Ja, cool. Dankeschön. Der Typ bietet mir eine Explosionsscherbe, dabei hat er 4 oder 5 davon. Ich kann sein Angebot annehmen oder ihn grillen und seinen ganzen Spind ausräumen. Wir nehmen sie natürlich an. Wir könnten auch seinen Spind aufbrechen einfach mit unseren Elektrokräften, aber oder mit dem Brecheisen.
Und was wollte der jetzt an seinem Spind? Raff ich nicht ganz. Hauptsache, der Bereich ist von Feinden befreit. Wir haben schon auf ein paar Scherben verzichtet für das Gute, für die gute Sache. 81% abgeschlossen. Aber naja, ich bereue es nicht. Scheiß Junkie. Ciao. Halt, schon wieder nicht. Ich wollte gerade den hier machen. Ich hau dir aufs Maul, das war's mir wert. Wieso stehe ich jetzt am... Hallo, ich klebe am Mülleimer fest, hallo? Hat wahrscheinlich Heimatgefühle entwickelt gerade. So, jetzt aber erstmal gucken. Da oben Verseuchung, da unten eine Satellitenverbindung. Ich weiß nicht. Wir sind ja schon mal in der Nähe. Ich will das gar nicht machen. Obwohl, nee, pass auf, wir haben da unten eine Hauptmission. Wir müssen die eh machen, die Hauptmission. Also gehen wir erstmal nach oben und machen erstmal die anderen Missionen. Die Satellitenverbindung kriegen wir noch hin. Ich glaube, da muss ich einfach nur ein anderes Kabel nehmen. Da bin ich ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Hab's nur noch nicht gemacht. Ich kam noch nicht dazu. Ja, du sollst leben und du sollst leben. Und Alter, was ist denn hier los? Hat jemand Schnitzeljagd gespielt? So, irgendwer schießt hier, ist mir aber relativ wumpi-wumpe. Na komm, Kollege. Ach, jetzt reicht's aber. So. Die gehen auch ein bisschen einfacher zu... Ach, der ist schon tot. Die gehen ein bisschen einfacher zu besiegen, seit wir das Upgrade gekriegt haben, ne? Fällt mir so auf. Da haben wir nicht mehr ganz so viele Probleme mit denen und müssen nicht mehr ganz so viele reinballern. Das Problem ist nur, wir müssen ja noch einen dritten Stadtteil erkunden und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da dann echt ein bisschen Probleme kriegen. Wenn da wieder andere Feinde kommen, die noch stärker sind. Hier arrangieren wir uns halt nach und... Oh, Entschuldigung. So, hier arrangieren wir uns halt nach und nach damit. Was? Was ist? Komm klar, Junge. Ich scheiß dir auf dein Dach. So, wir mogeln uns mal hier durch die Straßen. Textur da hinten war halt wunderschön. Ach du Scheiße, ich guck nur auf den Radar und weiß schon wieder Bescheid. Oh, hier. Gegenüberwachung. Nein, nicht schon wieder. Vergängliche haben Überwachungsgeräte auf meinem Gebäude platziert. Bitte deaktivieren Sie sie. Was machst du mit deiner Nase? Spul mal ganz kurz das Video zurück und guck mal, achte mal auf ihre Nase beim Reden. Das war ja jetzt schräg, Alter. Ich rede doch gerade hier mit den Zuschauern, da kannst du mir nicht dazwischen quatschen. Ist voll der Hater. So, wir müssen da zum Gebäude hin, das ist ein bisschen weiter weg. Ja, ist ja gut. Wie kann der mich überhaupt treffen? Die Liebe findet immer einen Weg, ich weiß. Hallo? Ach so, kann er mich hier... Ist hier nicht noch einer? Jetzt runtergeflänzt? Hier ist doch einer in der Nähe. So, der ist weg, Alter. Das Haus ist sehr schön. Sehr schön. Juhu! Ich mag das immer, wenn die runterfallen. Ich weiß nicht warum. Gibt mir ein gutes Gefühl. So, ich lutsch mir mal ganz kurz aus der Dose und dann einmal hier rüber. Detail ansehen. Ist da wieder ein Überfall? Ich glaube, da ist wieder ein Überfall, aber das ist mir jetzt mal ganz kurz egal. Da ist noch eine Scherbe. Und da oben bestimmt auch. Ne, da ist noch eine Scherbe. Ach da, guck
gucken wir das. Direkt eine Satzschüssel, die kann man direkt mal abfragen. Audiolaufwerk einsammeln. Tonaufnahme von Kessler folgt. Letzte Vorbereitungen fast abgeschlossen. Gerät wird um 19 Uhr zur Ecke 19. Straße und Slot gebracht. Und die Explosion folgt 2 Minuten später. Nach dem Knall wird das Gerät geborgen und in Stasis versetzt. Bis ich Ergebnisse habe. Sollten die gewünschten Ergebnisse nicht eingetreten sein, wird ein 2. Einsatz anberaumt. Ja, der Knall waren wir. Und das Ergebnis sind wir ebenfalls. Wie es aussieht. So, noch. Schon wieder? Wo ist er? Bin ich blind? Ach da, ich bin blind. Und das nächste Audiolaufwerk. Aufgrund meiner gesammelten Beweise empfehle ich, sofortige Schritte gegen Kessler einzuleiten. Da Kessler eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellt, können wir gemäß Abschnitt 34c des Patriot Acts auf Auslieferung bestehen. Erbitte Anweisung. Hat ja gut geklappt. Da hinten im Turm ist, glaube ich, eine Scherbe drin, wenn ich das richtig sehe. Da ist auch eine Scherbe. Ach, das ist die Scherbe, die haben wir sogar schon mal gesehen. Jetzt habe ich das Gefühl, es sind überall Scherben. Und hier war doch auch gerade eben noch eine. Die haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Wieso sind die eigentlich so aggressiv auf uns? Ich verstehe das gar nicht. Der ist aber immer noch da, ich sehe das. So, Haftgranate. Das da hinten, doch, das ist eine Scherbe an dem Turm. Sieht zumindest ganz danach aus und wir haben ja auch noch einige andere Besucher. Ich weiß nur nicht so recht, wie man in den Turm hier hochkommt, ehrlich gesagt. Da ist eine Scherbe, aber wie kommt man da hin? Ich könnte mal was probieren. Damit haben wir die auch. Da haben wir noch 3 Knöteriche, die unten sitzen und aufs Maul haben wollen, aber die ignoriere ich jetzt mal ganz militant. Und stattdessen gehen wir mal zu diesem Überwachungshaus. Es ist doch hoffentlich nicht dieses hier. Ach, es ist wahrscheinlich... Ach, es ist jenes, was wir beäugt haben. Ja, haha. Na, großartig. Da haben wir auch schon das Erste. Jo, Sie aber auch, mein Herr, den ich gar nicht kenne. Achso. Psst. So, ich habe keine Ahnung. Wie immer habe ich keine Ahnung, wie wir die alle finden sollen. Das ist mir wie immer ein Rätsel, ein komplettes. Aber trotzdem, psst, klappt's ja irgendwie. Hopsa. Psst. So, und jetzt einmal runter. Kommen wir da. Nein. Würdest du bitte mal runtergehen? Wir kommen da auch nicht hin, ne? Willst du mich verarschen? Alter! Vor allem, ich muss ja direkt daneben sein. Das ist doch wohl ein Witz.
Ich will das gerne kaputt machen. Na also, Mann. Muss man da rumhampeln wie so ein... Möchte ich nicht sagen. Das Wort ist beleidigend. So. Wie so ein Spastiker. So. Psst. Haben wir hier noch welche? 6 von 12? Ja, da unten habe ich doch gerade eins gesehen. Ist das hier in dem ganzen Gebäude? Da oben ist noch eine. Hallo, Baby. Ich habe leider gerade zu tun, aber wir können uns später gerne treffen. Ich bin Single, weil meine Ex so kacke war. Die gibt mir nämlich die Schuld an allem. So. Und jetzt hier einmal. Und da noch einmal. Respekt, Mann. Respekt. Meine Schuld. Psst. So. 10 von 12. Das können ja nicht mehr allzu viele sein, die wir suchen müssen. Ich würde mal vermuten, grob überschlagen 2. Ist natürlich leicht gerundet. Auf- und abgerundet gleichzeitig. Okay, der Kreis hat sich geschlossen. Alter, wie die hier wieder rumliegen. Na komm. Sind einfach mal ein paar gratis XP. So. Ich hätte ihn anfassen können, aber ich habe mich nicht getraut. That's what she said. Okay. Ich möchte mal ganz kurz da rüber gucken. Nein, Kamera, bitte bleib da. Kamera bleibt nicht da. Blinkt da irgendwas? Nee. Da haben wir noch einen. Psst. So, und jetzt hat sich der Kreis sehr eingeschlossen auf dem Radar. Ich bin froh, ich hätte viel mehr auf den Radar achten sollen bei diesen Aufgaben. Jetzt so gerade eben hier, so genau hier, hier, hier. So, aus dem Arsch. Psst. Bereich von Feinden befreit. Ach, Gott sei Dank. So, das war diese Aufgabe. Zack. Und auch da ist es jetzt gülden. Ich möchte gar nicht gelb sagen, sondern gülden. Oh, was ist denn das da hinten? Ja! Generell ist es ja sehr cool drin. Ich glaube, ich möchte mich hier einrichten. Und dann wohne ich in diesem alten, kaputt gebombten Turm. Als Superheld über der Stadt natürlich. Ich, was könnte man für einen coolen Superheldennamen wählen, wenn man so elektrische Kräfte hat? Electroman ist ja ein bisschen asozial. Die lebende Steckdose, ich weiß ja gar nicht. Also wenn du Ideen hast, schreib mal in den Kommentarbereich. Würde mich mal interessieren, was man dem Cole für einen Superheldennamen geben könnte. Powerplug oder Powerboy, das ist alles so schmulzig. Irgendwas Besonderes. Der Funke zum Beispiel. Naja, jedenfalls in der nächsten Folge wird der Funke sich erstmal hier um die nächsten Dinger gucken. Verseuchung, Schreckensbus und hier unten nochmal um die Satellitenverbindung. Ich hoffe, die kriegen wir dann hin auf jeden Fall. Dann haben wir das Gebiet jetzt zumindest komplett bereinigt und dann können wir auch schon mal hier rüber gucken. Schau mal, das Ding ist schon da. Da bin ich ja mal sehr gespannt auf den nächsten Stadtteil. Mit ein bisschen Glück haben wir den schon in der nächsten Folge, aber wir müssen hier unten noch auf jeden Fall enthüllte Geheimnisse. Wir müssen da unten noch ein bisschen mit dem John quatschen und vorher noch den Stadtteil Warren retten. So, jetzt aber. Ja, da habe ich ja eigentlich schon im Endscreen alles vorweggenommen, was man hätte vorwegnehmen können. Also in der nächsten Folge würde ich sagen, befreien wir den Stadtteil Warren, so gut es eben geht. Bei der einen Satellitentour bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber das liegt natürlich daran, weil wir die verkackt haben. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht einen anderen, clevereren Weg finde, weil die Zeit ist einfach viel zu knapp, aber da ist sie auch sehr knapp bemessen, muss man einfach mal zugeben. Und ja, die anderen Stadtteile räumen wir da auch mal ein bisschen, die anderen Stadtteile, ich meine die anderen Teile des Stadtteils räumen wir dann auch ein bisschen leer und mit ein bisschen Glück können wir in der nächsten Folge schon den John anquatschen. Ich bin gespannt, was es da für Geheimnisse zu enthüllen gibt, denn langsam interessieren mich tatsächlich auch die ganzen Antworten auf all die Fragen. Crying alone, don't know what to say, I do. Crying alone, crying alone.
Corona.